So, liebe Leute, weiter geht's mit Pokémon und Schild und, ja, heute geht's weiter. Route 5 haben wir hinter uns, jetzt geht's weiter nach Kirten. Teammitglied ist gefangen und demnächst füllen wir unser Team komplett auf. Mit dem, jetzt erstmal, geht's entspannt weiter Richtung Kirten. Scheint eine kleine Hafenstadt zu sein. Klar, passt ja auch mit einer Wasserarena. Wo habe ich übrigens meinen Kontrollen bei meinem Spielbereiter, weil da kann ich mich mal nachgucken. Weil, ne, ihr wisst, was ich meine. Ja, weißt du, was ich meine? Route 2. Okay, genau, da wollte ich weitermachen, weil ich muss mir irgendwann mal. Ja, die Arena. Und die diese Folge machen wir noch nicht. Mal gucken. So, wir fangen erstmal an. Ja, vier Teammitglieder haben wir ja. Ja, genau. Zwei fehlen noch. So. So, wir heilen unser Team erstmal. Der Arena sollte relativ, an sich sollte relativ einfach werden mit unserem, Voldi. Sollte. Sollte. Ah, hier. Es tut mir außergewöhnlich leid, außerordentlich leid, aber der Liga-Präsident ist wirklich sehr beschäftigt. Bitte respektieren Sie eine Privatsphäre und gewähren Sie mir ein wenig Ruhe. Ja, dann, bis dann. Hey, bleib doch noch ein bisschen. Ich gebe gerne noch ein paar Autogramme. Ihr könnt sogar meine Liga-Karte haben. Schade, weg sind sie. Nehmen Sie mir die Frage nicht übel, Olivia. Aber müssen Sie so schnell mit meinen Fans sein? Ich meine, die ist, die uns zu dem machen, was wir sind. Oh, ich weiß genau, wie wichtig Fans sind. Und wenn Sie Ihre Fans behalten wollen, müssen Sie ab und zu auch ein bisschen arbeiten. Was ist denn los? Wenn ich Sie irgendwie entlasten kann, müssen Sie es mir nur sagen. Was du eigentlich nochmal? Bettes ist mein Name, Herr Präsident. Ah ja, Bettes, das wusste ich natürlich, klar. Du hast dich ganz schön gemacht, wenn ich dir damals dieses Pokémon gegeben habe. Du bist ja der Favorit der diesjährigen Arena Challenge. Aber die beiden Trainer, die eine Empfehlung vom Camp bekommen haben, stehen auch hoch im Kurs. Ich sehe es als große Ehre, dass sie mir eine Empfehlung geschrieben haben, Herr Präsident. Ich werde sie nicht enttäuschen. Verlieren ist keine Option für mich. Na gut, hat er ja schon. In der Galamine. Doch nun werden sie nicht weiter ihre kostbare Zeit verrauben. Entschuldigen Sie mich. Ja, komischer Vogel, meiner Meinung nach. Aber, naja. Mal schauen, was aus dem noch wird. Oh, weil es nicht verkehrt ist. Ich bin schon sehr gespannt, was du da drauf hast. Das hätte der gute Delion wohl dir gesehen, als er dir eine Empfehlung gegeben hat. Wir kommen gerade wieder eine meiner hervorragenden Ideen. Du wirst dich sicher als nächstes Kate herausfordern. Richtig, das hältst du hier von. Wenn es dir gelingt, Kates Orden zu erkämpfen, laden Olivia und ich dich zum Essen ein. Das wäre bestimmt eine gute Gelegenheit, um einander besser kennenzulernen. Verzeihen Sie wohl, aber die Zeit drängt. Strengen Sie schön an, ja? Alles, was Sie tun, sofort die Zukunft der Gala-Region. Der Liga-Präsident hat vor, im Restaurant Wellenflug zu speisen. Er ist eingeladen, um zu uns zu schützen, damit er den nächsten Orden darum hat. Also wollen Sie tatsächlich, dass wir direkt relativ schnell den nächsten Orden kassieren? Gut. Die Frage ist genau, da kommen wir noch nicht rein. Klar, hier ist das Restaurant. Oh, hinten ist ein Item. Das holen wir jetzt mal direkt. Das ist da unten im Hafen. Ja, die Frage ist aber diese Folge noch. In den Arena-Orden holen. Ich gucke gerade nach hier, was ist hier? Ah, das ist der Bahnhof, okay. Das dürfte der Bahnhof sein. Okay. Klar, wir können jetzt die Städte wahrscheinlich alle im Zug nachher noch anfahren. Aber, wir haben ja eine Möglichkeit zu fliegen. Da ist irgendwie eine Anglerin. Okay. Wie gesagt, die Challenge, Arena-Challenge von Kate, also der nächsten Arena, hier raus, ist, finde ich nicht ganz ohne, ist, glaube ich, mit einer der schwersten im gesamten Spiel. Und apropos Kate, die junge Dame steht ja hier vorne. Du bist ein Arena-Challenger, stimmt's? Was? Woher? Naja, schließlich bist du einer der beiden Arena-Challenger, die Dini und höchstpersönlich empfohlen hat. Das hat dich unter den Arena-Leitern zu einer kleinen Berühmtheit gemacht. Wissen alle über dich Bescheid.
hier nur Nachwuchs da, damit du auch wirklich Bescheid weißt. Ja, ich finde sie ja so. Ich finde sie ja wirklich hübsch, muss ich sagen. So, fahren wir dann zum Stadion. Zu dir sehr schön. Ist lieber in Ruhe zu angeln. Jetzt habe ich richtig Lust auf einen Kampf. Ja, scheinbar stand sie hier nur ein bisschen rum und sich. Das Berg sieht aber geil aus, muss ich sagen. Die Aussicht. Oh, Reflex, die Wetterwechsel von Toxel. Das haben wir ja, Toxel haben wir ja bekommen damals in der Pension. Ich hab's aber diesmal nicht gesehen, weil ich andere Einheitsrechte Pokémon habe. Und hier ist das Item, was ich gesehen habe. Das ist Netzbälle. Okay. Es eignet sich gut, um Wasser- und Käfer-Pokémon zu fangen. Ja, gut, klar. Wir sind viele Käfer-Pokémon. Viele. Käfer-Pokémon, klar. Viele Wasser-Pokémon. Ah, ich bin mal gespannt. Die Frage ist, ob wir jetzt schon in die Arena sollen. Ja, komm, wir machen es jetzt schon. Ich glaube, sonst haben wir nichts weiter zu tun. Ich glaube, sonst haben wir nichts zu tun. Oder gucke ich, fühle sich das gerade falsch. Ne, wir haben sonst nichts. Wir holen uns also jetzt quasi schon unseren zweiten Orden. So. Kielten Stadion und den quatschen wir mal einen kurz an. Hey, ich bin's, Balduin. Sich dein Angel? Faszinierter Angler, würde diesen Ball zu schätzen wissen. Hier, nimm. Ein Köderball. Ein Ball, der sich besonders gut eignet, um Pokémon zu fangen, die an deiner Angel hängen. Mit einem Köderball gehen die Pokémon, die du nicht angeschaut hast, leichter einsetzt. Ein absolutes Muss für Liebhaber von Wasser-Pokémon. Schon faszinierend, dass du alles in deinem Pokémon steckst, oder? So, achso. Du willst mich nicht anquatschen? Okay. Die war die gerade alle unter Sicherheit. Klar. Ja, gut, kennen wir ja. Haben wir sonst noch was mit dir? Ich glaube, dass das richtige Timing für die Dynamax-Maximierung entscheidet. Wenn Kids sie einsetzt, sollte man sich überlegen, mit welchem Pokémon man die Attacken des Dynamax-Pokémon abhängt. Ja. Gut, dann gehen wir rein. Ich wechsle kurz um auf mein Voldy. Eventuell können wir sogar schon während der Arena die Entwicklungsstufe. Hallo Arena-Challenger, willst du dich jetzt auf unserer Arena-Mission versuchen? Ja klar. Gut, darf ich dich dann zuerst bitten, deine Uniform anzuziehen und dem Kleid ist gleich da drüben. Ja, machen wir heute. Machen wir die Arena. Oh, die Uniform steht ja ausgezeichnet. Dann mal auf mit dir zur Arena-Mission. Übrigens kannst du während der Mission nicht auf deine Pokémon-Box zugreifen. Ah, okay. So, einen kleinen Break gab es irgendwie, keine Ahnung, was jetzt los war. Es läuft alles wieder soweit. Ja, also bei der Arena-Mission des Kirchenstadions musst du den Weg durch dieses beeindruckende Wasserlabyrinth finden. Wie du siehst, werden einige der Wege durch Wasserfälle blockiert. Du fragst dich sicher, wie du die bloß überwinden kannst. Ja, also wenn du da drüben auf den roten Schalter drückst, findest du das sicher schnell hinaus. Dann wäre eigentlich schon alles gesagt. Es kann losgehen. Okay. Genau, deswegen habe ich mir meinen Berater gesucht, weil diese Aufgabe ist nicht so einfach, aber wir tun unser Bestes, um es zu lösen. Willkommen im Kielenstadion. Bereit für den nächsten Kühlung? Ich passe Wasserattacke auf dich rein. Ja, versuchen wir es nochmal. So. Schaltkraft. Okay, das ist gut, das geht noch. Das ist noch ein Wasser, ist nur ein Wasser-Pokémon bisher. Dürfte den Bodentipp noch nicht haben und da unser Drapfel noch nicht keine Pflanzen attacken kann, ist es momentan noch nicht ganz einfach, mit ihm einzusetzen. Aber wir werden es halt nebenbei trainieren. Das ist schon mal paralysiert. Bis hinterher reicht. Drapfel. Oh, Drapfel hast du die Beine. So. Gut, dann müssen wir mal gucken. Wir sind jetzt hier direkt abgebogen, das heißt da drauf. Also dann erstmal den gelben. Und dann wieder den roten. Dann haben wir das zumindest mal gelöst, die erste Aufgabe. So. Gut.
Dann sehen wir hier für die junge Dame. Dann müssen wir das auch erstmal hinkriegen. Genau, okay. Krabi. Na gut, das ist nur das Pokémon erste Generation. Das ist klar, dass das ein normales, reines Wasser-Pokémon ist. Aber die hat noch nicht so funktioniert. Die Initiative. Aber warte mal, wenn die Entwicklung dann irgendwann kommt. Wir hoffen nicht hier diese Arena noch stehen werden. Aber das wisst ihr wahrscheinlich ja nicht. Aber warum nicht? So. So, dann haben wir es jetzt fast. Reicht noch nicht ganz für Level 20. Level 23 übrigens für Voldy. Und der nächste ist Krebskor. Und weil es ein Wasser-Pokémon ist, die Weiterentwicklung ist ja doch ein Zweityp Unlicht. Ja, wie gesagt, heute machen wir die zweite Arena. Geht nicht besonders groß, aber ja. Ah, ein bisschen immer noch erfahren. Okay. Genau, und weiter. Jetzt gucken wir down. Die Krebskorn ist auch down. Nein, Level 20 für Knappel. Okay, alter Attacke, okay. Da gucken wir mal, wie es jetzt lernt oder mal gut Attacken lernen. Wird auch nochmal ziemlich gut auf dem Ausprobieren. Ist wahrscheinlich jetzt nicht so das Pokémon. Alte Treppe. Damit. Okay, ich muss jetzt den dritten Schalter drücken, der hier ist, wahrscheinlich. Genau. So. Kommen wir hier oben weiter. So, die Trainerin wahrscheinlich hier noch mitnehmen. Du hast jetzt noch einen Remoraid, das ist jedenfalls ein Typ Wasser. Ja. Aber dringend ein bisschen Initiative. Kein Volltreffer, sondern nur wie ein normaler One-Hit-KO. Jawohl. Und Kami-Hubs, das kennen wir ja schon. Den am Anfang des Spiels. Sprung mal drauf. Kann ich nicht ganz. Also eine Attacke muss es noch. Ja, war fast klar. Ah, wir sind ja so für die Leber. Ich hoffe, dass du jetzt nicht noch weiteres hast. So, bis. Jawohl, ist weg. Das kann ich nicht. 22, 34 entwickelt sich Kupferfuß und weiter. Scunting. So. Da müssen wir mal kurz was gucken. Müssen wir mal wieder ein bisschen heilen. Wir haben ja 18 BB, okay. Gehen wir schon mal. Super Trink haben auch einige. Das heißt, heilen. Sehr schön. So, weil die ist wieder fit, als wäre es gar nicht gewesen. Nichts gewesen wäre. So, dann gehst du nur Süden. Dann gehst du nur Süden. Okay, wir müssen also den Schalter drücken. So.
Dann gehst du nach unten und drückst den gelben Schalter. Das ist der hier wahrscheinlich. Oder auch nicht. Warte mal. Der ist. So, ein Ding ist das nicht so einfach. Warte mal. Achso, ich musste zuerst so. Okay, machen wir es jetzt einfach. Wir deaktivieren das Ganze hier wieder. Gehen nach unten, drücken gelb. Dann gehen wir auf rot und müssen den dann rechts im Blau, dann müsste der Weg eigentlich frei sein. Wenn ich es richtig verstanden habe. So, dann muss jetzt hier der blaue Schalter kommen und dann müssen wir uns eigentlich den Weg frei machen. Doch, klar. Der Weg ist frei. Boden. Genau. Dann war es doch richtig. Okay. Gut. Dann holen wir uns jetzt die Arena. Nee, die Arena-Leiterin. So, was hast du denn Schönes für uns? Okay. Ja, gut. Das kriegen wir. Das sollte irgendwie mit ein bisschen Glück machbar sein. Dann holen wir uns jetzt unseren zweiten Orden. Und dann geht es schon bald weiter. Dann kann man bald unser nächstes Teammitglied schon fangen. Das ist jetzt nicht mehr so lang. Unser vorletztes dann. Und dann müssen wir mal gucken. Dann, ah gut, dann ist es doch. Ist es aber noch ein ganzes Stück. Dann kann man noch, müssen wir noch einen Orden machen. Dann müssen wir. Ja, wir haben noch ein bisschen was zu tun danach. Das dauert alles noch, bis wir dann irgendwann mal die letzte Teammitglied haben. So, ja, meine Mission hat sich ruckzuck bestanden, wie ich sehe. Ja, mit ein bisschen Hilfe. Es ist nicht gerade leicht, also muss ein ziemlich helles Köpfchen sein. Aber du wirst auch schlau genug sein, gegen den Flut meiner Angriffe anzukommen. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, ob wir jetzt Kate besiegen. So, sie fängt an mit Goldini. Ja, leider habe ich nur meine Elektro-Pokémon. Also es wird nicht einfach werden. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Da wir noch keine Pflanzenattacke haben, ist es halt leider nur mit Gewalt lösbar. Es wird eine Herausforderung werden. Ich vermute, dass wir sogar nicht mit dem Mal schaffen. Dass wir dann noch ein bisschen ausgehend trainieren müssen. Gleich haben wir Goldini, die ist schon mal weg. Bruder ist auch ein reines Wasser-Pokémon. Ich graut vor ihrem nächsten, was wir danach haben. Wir haben drei insgesamt. Das ist ein kleiner Mädchen, das ist schon schnell gewesen. Ah, scheiße, keine Paralyse. Wenn ich jetzt gut habe überlebt, dann habe ich zumindest ein zweites weg. So. Nummer 2 ist auch da. So, jetzt hat sie noch ein einziges. Das wird der Dynamax-Pokémon werden, definitiv. Ich kann meinen. Das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist natürlich mit der irgendwie hinzuhalten, drei Runden. Ich muss jetzt mal so eine Knappe. So, das ist zumindest mal einzusetzen. Und zumindest einen Zug zu haben, um mein Body zu heilen. Ich muss es halten. Ich muss es wirklich hinhalten jetzt. Wäre es nicht möglich. So, erstmal einen super Tag auf. Body. Nicht zum Thema, das wird einfach, das wird nicht einfach, das ist knifflig. Ja klar, war mir fast klar, dass wir jetzt in die Dynamax-Variante sind. Du stehst mir gerade noch ein bisschen im Weg.
Steel Cage. Oh, wieder dunkel. Okay, wir gewinnen noch ein Spiel. Das war Zug Nummer 1 von mir. Genau, wenn ich das weiter so mache, können wir es versuchen. Warte mal. Ich hab doch zwei Superkräfte. Also ich versuche mal dafür, dass die Gegend zu heilen. Weil wir mit Dünner Dunkel mich nicht besiegt beim ersten Versuch. Diese grüne Angriff rein. Das ist eine normale Attacke sein bei hier. Ja, zweiter Zug weg. Und dann kann ich nämlich. Die Initiative ist mir gerade herzlich egal. Also. Und noch ein Supertrank. Ich weiß, ich bin ein bisschen eigen jetzt gerade, aber okay, dann müsste das eigentlich jetzt ein dritter Zug gewesen sein, dann müsste also jetzt den Generator verlieren. Das ist mir gerade herzlich egal. So, genau, das wusste ich. Das war gut, das ist gut, das ist gut. Jetzt verziehe ich den Generator weg. So. So, jetzt opfere ich mein Knappel. Den will ich nicht auswechseln. So, jetzt setze ich mein Boldi ein, setze mein Dynamax ein und dann versuche ich es klein zu kriegen. Ich mache das manchmal gerne so, weil man weiß, dass man unterlegen ist. So. Dynamax bitte, auf. Jetzt versuche ich mich ein bisschen weiter zu kriegen. Scheiße, Mann! Genau das, was ich nicht vermeiden wollte. Wir müssen es versuchen. Was für ein. Ich muss es irgendwie anders versuchen. Ja. Jetzt geht es nicht. Kalkling. Die Kalkling ist ohne. Ja. Und jetzt gibt es ein bisschen Dusel. Ich habe nämlich nur noch gerade meinen Feuerstarter. Und das ist genau das, was ich jetzt. Das sind wir 25 mit dem Doppelkick. Ich hoffe, dass es mit dem Doppelkick reicht. Scheiße! Genau das, was ich. Nein! Das war's. Ich hab gewonnen. Sie hat gewonnen. Ja, sie wird jetzt wahrscheinlich einen Trank. Sie wird jetzt wahrscheinlich einen Trank ziehen und dann war's. Also sei denn, ich hab die Glück, dass ich einsetzen kann. Ja, sie setzt einen Trank. Nee, setz sie nicht! So, setz sie nicht! Ich lasse sie jetzt noch einen Trank ein. Nein, tut sie nicht. Ich hab gewonnen. Mit viel, viel Glück gewinnen wir das Ding natürlich noch. Halten, erreichen wir oder halten unseren zweiten Orden. Den Wasserorden. Der war schwierig. Der war verdammt schwierig. Aber wir haben es geschafft. Ah, was? Das darfst du nicht. Wieso habe ich keinen Tank eingesetzt? Naja, gut, okay. Setze deinen Sieg ein. Du und dein Team, ihr habt die Energie, die man braucht, um sich in der Arena-Challenge zu behaupten. Ihr habt den Kampfkraft, der notwendig ist, um den Champion herauszufordern. Ja, aber das ist noch ein ganz, ganz weiter Weg, wie wir das jetzt gerade mitbekommen haben. Definitiv. Aber mit viel Glück. Muss man nicht anders sagen, haben wir das Ding in der Tasche. Gut, ich kann jetzt alle Pokémon zu Level 30 fangen. Es sieht aus, als wäre euer nächster Gegner, der Feuerarena-Leiter. So stark wie ihr jetzt seid, wird er sicher gegen euch kämpfen wollen. Ja, klar. Ja, herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg gegen Kate. Als Anerkennung deiner Leistung überreiche ich diese TM. Ja, TM 36 Whirlpool.
Genau. Ein Nachbild von Cats Uniform bekommst du noch als Geschenk drauf. Die wird aber wahrscheinlich nicht stehen. Die wird wahrscheinlich eher unser dem weiblichen Charakter stehen. Deswegen. Ja, nun hast du ihn also, den Wasserorden. Ich bin gespannt, wie du und deine Pokémon, wie weit es noch schaffen werdet. Ja, wunderbar. Wir haben es mit wirklich viel Duseln geschafft. Haben wir uns den nächsten Orden geholt. Muss man so sagen. Und wie das jetzt weitergeht hier. In Kirten vor allen Dingen. Das erfahren wir dann in der nächsten Folge bei Let's Play Pokémon Shit.